Schauen wir uns das mal an. Mal gucken. Aber ich habe doch hier irgendwie die ganze Zeit irgendein Foto. Ich habe noch gar kein Foto geschossen. Oh. Tja, Pech. Das Schneeri ist auf jeden Fall noch da. Snowdo always makes me think of William and Chloe. Na, ich glaube, das wird man so schnell nicht vergessen. Mal gucken. This butterfly photo seems like a million years ago. Ja, aber jetzt ist das andere Foto weg. How much time have I altered since? Ordentlich. I should have known just erasing that phone message wouldn't stop the police. Miss Price, hier Wachmeister Anderson Berry. Wir haben Ihre Kontaktdaten hier in unseren Akten und bitten Sie zur Beantwortung einer Empfang am Montagmorgen um ca. 8 Uhr im Revier zu erscheinen. Dies betrifft Informationen zu einem Einbruch in die Blackwell Academy, der vor kurzem stattfand, und der Tatsache, dass Ihr Wagen zur ungefähr gleichen Zeit auf dem Parkplatz identifiziert wurde. Wir freuen uns darauf, diese Angelegenheit aufzuklären. Wachmeister Berry. Ups. Was haben wir denn hier? Pictures. I'm so sorry, William. It's not fair you had to die twice. Ach, zweimal. Oh, davon dürftest du Chloe nie erzählen. There's Chloe's cash stash. Sorry, Principal Wells. Lost in all this shit. Was? Yes, Chloe Price was here. Oh ja. Okay. Foto machen? Okay. Dann haben wir doch noch mal eins. Heimlich geschossen? Welches haben wir denn da geschossen? Ach, das erste erst. Oh, ich hab... Oh. Warren. 1743. Danke für deine Hilfe mit meinem Experiment, Dr. Maxstein. Ich habe gar nicht geholfen. Du hast genug getan, damit ich eine 1- statt einer 2+ habe, was mich voll gestresst hatte bekommen habe. Okay, all dein Erfolg ist mir zu verdanken. Bravo, ich. Gut gemacht. Selbst eine 1- ist kacke. 1-? Ich denke, ich werde es irgendwie überleben. Erzähl das meinen Eltern. Muss los. Ruf der Natur. Danke für diese Info. So, was haben wir noch hier? Mama. Maxine, was geht bei euch mit dem Wetter vor sich? Findet ihr militärische Tests statt oder so? Du sitzt im Auge des Sturms. Ja, ich habe sogar meine Pflanze Lisa getötet. Oh, tut mir leid, Liebling. Ich hole dir eine neue. Eine Pflanze war schon stressig genug. Zurück an die Bücher. Bis bald. So, Papa. Hey Liebling, ich habe gerade eine komische Nachricht bekommen, dass meine neugierige Tochter besser aufhört, andere zu beobachten und auf sich selbst aufpassen sollte. Ist das Streich von Schülern? Es gab von einer blockierten Nummer. Oh, das tut mir leid. So ein Idiot aus meiner Klasse fand das lustig. Ist es nicht. Ich mag es nicht, wenn Fremde meine Nummer haben, okay? Ich auch nicht, entschuldige. Ich erfülle nur meine Rolle als Vater. Ich weiß, die Woche war hart für dich. Sie ist fast vorbei. Ich rufe euch später an. Liebe dich. Oh, Kate. Aber erstmal haben wir... Chloe, die ist doch hier. Hey Mann, ich bin mal wieder kacke. Tut mir leid, dass ich meine Wut an meiner besten Freundin ausgelassen habe. Chloe, ich verstehst. Du machst eine Menge durch, wie wir alle. Außerdem habe ich deine Mütze aus dem Fenster geworfen und zurückgespult. Okay, das ist deine eine Emoji-Gefängnis-Freikarte. Wir brauchen Kippen, Kaffee und Süßes für die Nachtschicht. Wir müssen Detektivmus Rachel Kate anschmeißen. Exzellent, mein lieber Watson. Ich werde scharf nachdenken. Kein Ding, ich habe meine Mütze. Ich komme vorbei und hol dich ab. Super, ich werde bereit sein. Xo, xo, das war kein Emoji. So, Courtney. Hey Süße, sag mir, wann du bei mir vorbeikommst, dann gebe ich dir Modetipps. Oh. Oh, danke, Courtney. Ich ertrinke die Hausaufgaben, aber ich komme später vorbei. Danke nochmal fürs Angebot. Justin? Hey Justin, bist du beschäftigt? Maxi, Max, ich bin mit Kiffen beschäftigt. Was ist los? Kennst du Frank Bowers? Drogen? Das ist alles? Frank Nathan, er kennt ihn, glaube ich. Okay, mache ich. Danke, Justin. Wofür? Juliet? Hey Juliet, hast du viel zu tun? Keine Zeit, viel zu tun. Du schreibst über die. Was ist los? Außer allem, ich habe mich nur gefragt, ob du mal von einem Typen namens Frank gehört hast, der in einem Wohnmobil lebt. Du meinst den am Fluss? Ich habe gehört, er ist ein versiffter Junkie. Mehr nicht. Warum, ermittelst du ohne meine Hilfe? Nein, bin nur gelangweilt. Wir unterhalten uns bald. Danke. Okay, aber du kannst keine Geheimnisse vor der Star-Reporter Juliet Watson verheimlichen. Hallo? Und Kate. Max, wie geht es dir? Ich hoffe, du kannst mich diese Woche noch besuchen. Ich möchte über etwas Wichtiges reden. Natürlich besuche ich dich. Nichts wird mich aufhalten. Ich vermisse dich. Und mein Kaninchen. Wir vermissen dich. Dein Kaninchen vermisst dich auch.
Yay, du bist so eine tolle Freundin. Ich danke dir von Herzen. Ich kann es kaum erwarten, dich zu sehen. Was wollte ich denn jetzt machen? Genau, ich sollte eigentlich an die Pinnwand gehen. Aber was haben wir denn hier noch? Even Holmes and Watson didn't use every piece of information. Nee, nicht jeder, ne? Staying up all night is the best excuse to drink lots of coffee. Ja, vor allem literweise. Damn, this is a serious exposé on the Prescotts. Oh, ein negativer Prescotts-Artikel, den müssen wir natürlich lesen. Penn Estates der Prescotts, Fluch oder Segen. Der Name Prescott mag nicht viel für Sie oder alle anderen außerhalb einer kleinen Küstenstadt Oregons bedeuten, aber dieser Name hat viel Bedeutung für Arcadia Bay, eine idyllische und zeitlos wirkende Stadt. Einst war sie der Sitz einer florierenden Fischerei- und Tourismusindustrie, aber diese Tage sind Geschichte. Trotz des lokalen Erfolgs der Blackwell-Akademie und ihrer Football- und Schwimmteams, den Bigfoots und Ottern. Veränderungen in der Umwelt der Region reduzierten die Anzahl der Fische und anderer Meereslebewesen und resultierten in einer stagnierenden Wirtschaft und einem eingeschränkten Tourismus. Kurioserweise verstanden die Prescotts es, ihre Geschäftsinteressen auf einem ziemlich profitablen Niveau zu halten. Tatsächlich stehen sie hinter einem teuren, exklusiven Siedlungsbau namens Penn Estates, der tief im Wald in der Nähe der Blackwell Academy angelegt werden soll. Örtliche Gruppen amerikanischer Ureinwohner reichten bereits zahlreiche Anträge gegen das Projekt ein, in denen eine weitläufige Zerstörung von Stammesland und natürlichen Ressourcen angeführt wird. Auf der nächsten Seite fortgesetzt. I feel like we're missing a major clue. That's my Chloe. Waffenleitfaden für böse Mädchen von Coffee Greer. So, die Pinwand, jetzt haben wir uns alles angesehen, dann können wir uns auch mal kurz nochmal aufs Bett setzen. Welcome back to the real world, Max. Ach so, das haben wir ja schon gehabt. Okay. Dann suchen wir mal nach Hinweisen. So close, yet so far away. We have to do three main things. Right. What things? One, decipher Frank's logbook. Two, get Nathan's phone to find out where he's been during the Vortex Club parties with Kate and Rachel. And see whatever hidden shit he's got in his messages. Three, beat Stepdouche Dan until he tells us about Frank, Nathan, and the Dark Room. And I do have a gun now. Keep it in your pants. We'll have to do this on our own. Dude, at least let me kick his ass, then rewind. Fine, whatevs. Zero power. Which I can't waste on shit like that. Or Blackwell would be in big trouble. At least you let me take that money to pay Frank off. Don't remind me. I just want him off your back. Our back. I know. You should get busy in the garage to see what dirt you can dig up. I'm gonna cyberstalk some names and see where that leads. Or to who. And be careful of Stepcrack. He's not gonna be a happy camper after you reamed him yesterday and Mom is giving him the boot. I'm on it, partner. Partner? Okay. I can't abuse this level of my rewind power. It's way too dangerous, and I need to navigate the present without messing up the past. Yep. Schon wieder no. Der Vogel. That poor little bird has been trapped in here. Komm, flieg mal raus hier. Machen jetzt erstmal hier das Fenster auf. Fly, be free. Lecker zu gehen. Und tschüss. Since David might be in there. I better mosey along for a change. So, der kommt jetzt noch nicht mehr rein. So, ich soll mal wieder in der Garage wühlen gehen. Dann machen wir das mal. Fotos wollte ich mal gucken. Hä? Ah, das Foto wurde noch selbstständig dazugefügt. Okay. So, wie viele volle Seiten haben wir denn mittlerweile? Oh Gott, 55 Seiten. Aber das Tagebuch ist schon krank. Das ist so voll mit...
You won this battle, Max. You broke up my family. I salute you. David, I didn't try to hurt you. Ever. But I won't let anybody hurt Chloe. Too late, isn't it? You just better be damn careful with her. Don't you wander off into the dark. War das eine Warnung? Genau, ich wollte ja hier. Zack, und schon haben wir eine Seite mehr. Der Fernseher läuft. Warren. Jo, Max, deine Freundin Chloe hat mir getextet. Ich sei aus dem Spiel. Sie klingt heiß, also verstehe ich's. Chloe hat dir ernsthaft getextet? Ich habe ihr sicher nicht meine Nummer gegeben. Wenigstens lässt du noch mit mir den Affen raus. Außer du willst mit Chloe abhängen. Oder wir gehen alle zusammen. Euch beide gleichzeitig vertrage ich nicht. Cool. Muss los, bis dann. Somehow I existed in this whole other reality. But I don't know what happened. Du warst im Vortex Club, und was? The more I use my power, the more I see how little control I have over what happens. Now Max Caulfield exists in two or maybe three different realities. How can I have a destiny? Na, wenn man sich selber beeinflussen kann. I hate the thought of William and Joyce finding Chloe like that. Thinking about all these lifelines almost makes my head hurt worse than the rewind. So, wir sollen in die Garage. Oh, hier liegt ein Donut. Oh, geil. Krieg ich direkt Hunger. Hallo? Poor birds. I guess David wasn't in the mood to clean up. Och, wieso sollte er? Ich guck mal, ob irgendwie hier ein Vogelnest liegt, weil da war ein Foto von. Ich will mich einmal nur mal umschauen. Aber... nö. Dann gehen wir wieder rein. So, ab in die Garage. Wenn ich mir vorstelle, dass... in der anderen Realität war das Chloes Zimmer. It looks like David finished his car repairs. Maybe there's some new clues around. Wollen wir mal schauen. Hier ist auf jeden Fall eine E-Mail. I promise I'll help Miss Grant next time. If there is one. Wie in unserer Diskussion zum neuen Campus-Überwachungssystem besprochen, informierte Mrs. Grant mich darüber, dass ihre Petition nur eine Möglichkeit des Protestes von mehreren ist. Während wir eine neue Ära der Sicherheit in Blackwell einläuten, müssen wir einen Mittelweg zwischen Sicherheit und Privatsphäre für unsere Schüler finden. Gruß, Direktor Wells. An David Madsen. Okay. Hier ist eine Karte. Surveillance cameras at Pan Estates? David must be working for the Prescotts too. Die hängen alle irgendwie zusammen. Da kannst du mir erzählen, was du willst. There's more to David Madsen than meets the eye. He should finish this letter to Joyce. Joyce, du weißt, ich bin nicht gut darin, mich zu rechtfertigen oder mein Verhalten zu erklären. Ich weiß nur, dass ihm noch nie jemand so gut verstanden hat wie du. Ich würde dir oder Chloe nie wehtun. Mich und meine Familie zu kümmern, ist meine Hauptmission. Ja, ich bin einen Schritt zu weit gegangen mit der Überwachung und den Verdächtigungen. Es tut mir aufrichtig leid und ich schäme mich. Aber in Arcadia Bay gehen dunkle Machenschaften vor sich, von denen ich dir nie erzählt habe. Du bist meine Frau und Partnerin und ich weiß, wir sollten keine Geheimnisse voreinander haben. Ich wollte dir alles erzählen, aber nicht ohne Beweise. Stattdessen beging eine Schülerin unter meiner Aufsicht fast Selbstmord, du warfst mich aus dem Haus und meine Stieftochter hasst mich. Bitte lass mich... Punkt, Punkt, Punkt. Er hätte ihn doch mal fertig schreiben sollen. Oh, that makes me sad. It was so incredible to see William again. I wish Chloe could too. What the hell did David do for Nathan? And what did his dad do for David?
Mr. Madsen, danke für Ihre Hilfe mit Nathan. Ich weiß die Geste zu schätzen. Gruß Sean Prescott. Ihr fehlt eine Waffe. Nicht nur die eine, die Chloe hat. Ihr fehlt noch eine Waffe. Either Chloe stole another gun, or David is out there armed. Der hat noch eine Waffe. Hier ist ein Flyer. I wonder if David is going to the party. End of the World Party. Okay. Mal gucken, was haben wir denn hier noch so? Ja, eine Tür. Toll. Hä? Oh! Das ist... Look at the baby blue jay eggs in the nest. I better move his plank if I want to take the shot. Ja, ich will ein Foto haben. Just one picture, please. Ja, davon... Warum wird das Foto Konsequenzen haben? Click. Another photo from my Arcadia Bay Wildlife Series. So, wenn ich jetzt die Zeit zurückdrehe. So, müsste ich das Foto doch immer noch haben. Genau. So, hier ist nämlich irgendwas passiert hier. Whoa, that is a serious padlock on that locker. Oh, dickes. Hey David, what you hiding? Ah, 7171. Hab ich mir gemerkt. Yes, I knew that number would be important. Ach, gut, dass ich so gutes Gedächtnis hab. Was haben wir denn hier Schönes? Oh, maps, notes, coordinates, photos of Kate, Nathan. Oh, yes. Volltreffer. Blackwell Parkplatz, 15:17. Sie weiß etwas. Was ist das denn? Breitengrad? Sind doch Längengrade? Selbst das hat er festgehalten. Okay, das nehmen wir mal mit. Das nehmen wir mal Score. Mit. Score. Back to Chloe now. Jo, würde ich auch sagen. Hm? It's... Looks like David already booked a room. Hotel Blutsch. 555-397-0042. David isn't any different from me when he's looking at those family photos. So, was ist denn das nächste Foto? Irgendwas mit Steine. Hat man das nicht im Garten? Ich gehe nochmal in den Garten. Nö, nicht wirklich. Okay, wir gehen jetzt hoch. So. Yo, Chloe! Are you ready yet? I have to get back to my dorm. Are we happy? Very happy. I hit the secret file jackpot. Kate, Nathan, and Rachel. Plus some location coordinates. David is like a one-man surveillance army. Now let's get the hell out of here before we get busted. But I absolutely have to go see Kate in the hospital right now. I want to find out how she's doing. Oh ja, und sie will ja über was Wichtiges reden, also... Von daher... Abmarsch! This is definitely Kate's floor. The hospitals always freak me out. I hear you. But imagine how Kate feels. I'm so glad I get to see her again. I hope it's not too weird for her. No, she'll be stoked to see you. Who wouldn't be? This be it. I'm a little nervous. Just go in there and be her friend. I'll wait out here so you can chill by yourselves. I was a total dick for blowing a fuse when Kate called the other day. I had no idea what shit she was going through. I stopped you from being her friend.
But you saved her. Like me. I'm sorry. Thanks, Chloe. But don't be sorry. We're all on the same team. Team Max. Let Kate know we're gonna string Nathan up by his balls then. Klar. Oh yes, I'm on it. Hey, Kate. Max. Oh, Kate. I thought I'd never see you again. I feel so ridiculous. I'm so sorry. Kate, listen to me. You have nothing to be sorry about. Other people do. You do not know how happy I am to see you. You look awesome. Is it a stupid question if I ask how you're doing? Now that you're here, I'm doing even better. I'm so grateful to you for coming up to the roof to talk me down. Max, I felt so lost and alone. When I saw how much you cared, how hard you were trying, you made me realize I wasn't alone. Thank you. Kate, there are so many people who love you and want to help you. I know. You should see all the letters and postcards. I gave most of the flowers to other patients here because they need them more than me. I'm keeping the balloons, though. One of the nurses gave me some pen and paper so I could do some drawings. I love your illustrations. They got kind of dark there for a while. But I have an idea for a new children's book about bullying. I was thinking of having some photographs in there, too. I hope that's a subtle hint that you'll let me take the photographs for the book. Was that subtle? You better take the pictures, Max. I'm going to be here for another day until my family comes out to visit. How are they treating you? Like they need to protect me forever. They're so upset, and I know they feel guilty even though they didn't do anything. I was surprised how many students from Blackwell wrote me. Daniel, Mr. Jefferson, even Victoria wrote me a very sweet note. And I believe she was being real. Me too. I'm glad you believe again, Kate. I'm working on it, Max. I just pray I can get this drawing right. Bestimmt.